Christian Schweinsteiger. Der fix und fertig ist und auch noch K.O. und dazu eine Wunde hat. Heftige Schmerzen hat. Der Kumpel, der Freund Sebastian Schweinsteiger liegt draußen. Ist, glaube ich, sogar von Müller Wohlfahrt schnell genäht, getackert worden. Und Schweinsteiger steht wieder. Also wirklich, wir verneigen uns vor dem, was der hier macht. Der will den Ball haben. Ein großes Vorbild. Völlig egal, wie das hier ausgeht. Es war eine ganz starke WM von Bastian Schweinsteiger. Der alles, aber wirklich alles für die Mannschaft gibt. Eine Symbolfigur.
können wir hinterher 100 angucken. Jetzt am besten gar keine mehr. Nur noch aufs Spiel schauen. Neuer. Manuel Neuer. Eine unfassbare WM. Fehlerlos. Spiel offen halten, auch wenn eine wichtige Entscheidung gegen Deutschland gefallen ist, nämlich keine Geldrunde zu geben für Agüero. Oh nein, Lahm. Leicht verschätzt, aber Rauch auch hektisch geworden. Neuer erst draußen, dann zurück. Drüber, drüber, drüber. Stand schon parat. Mertesacker stand schon parat. Der Kopfball tatsächlich von Messi. Aber das Tor von Mario Götze. Mitleid für Argentinien, klar. Dass das jetzt nicht sofort stattfinden kann. Der Schiedsrichter will erst den Freistoß ausführen, will den Spielfluss aufrechthalten. Neuer. So nicht, nicht mit Manuel Neuer, mit der deutschen Vater hinten im Tor. Und dann hat doch noch einer, einer dieser edlen Techniker, die beste Idee im entscheidenden Moment gehabt. Ist Mario Götze der deutsche Erlöser in Rio. Romero rutscht zum x-ten Mal aus. Götze holt sich diesen Ball. Es geht in die letzte Minute der Nachspielzeit. Es geht um Sekunden und der Mertesacker kommt in der Schlussminute der Verlängerung für die Biografie nicht ganz unwichtig noch ins Spiel. Es gibt gleich kein Halten mehr. Gleich. Ab nach hinten, Bälle rausköpfen. Leicht den ersten Kopfball gewonnen. Mascherano. Wie viel wird nachgespielt? 120 Minuten sind vorbei. Löw steht neben dem Mann mit der Tafel, neben dem vierten offiziellen. Er steht kurz vor seinem nächsten Titel. Pokalsieger mit Stuttgart, österreichischer Meister, Tirol. Es wäre mit der Nationalmannschaft der erste Titel. Und es sind noch zwei Minuten bis zur Weltmeisterschaft für diese deutsche Mannschaft. Mascherano. Der falsche Spieler, aber Messi.
Aber es ist noch relativ weit weg. Vielleicht zu weit, vielleicht auch nicht. Messi wird uns zeigen, was er mit diesem Mal, mit diesem Angebot macht. Er hat nie getroffen gegen Manuel Neuer. Nie. Bei den paar Duellen mit Barcelona. Das musste fast so kommen bei diesem Spiel. Bleibt uns wenigstens das Elfmeterschießen erspart. Vielleicht ist es schon die letzte Aktion des WM-Finales 2014. Tränen für den argentinischen Anhänger. Deutschland feiert hoffentlich nicht zu früh. Bitte nicht zu früh. Kommt dann nochmal hoch. Bastian Schweinsteiger. So tief kommt man gar nicht runter, wie man sich vor dem verneigen muss. Einmal noch 9,15 Meter zurückkumpeln in die Mauer. Aber da er behandelt worden ist, muss er eigentlich runter. Oh ja, er muss runter, er muss auf die andere Seite. Das ein Showdown. Der Weltfußballer viermal nacheinander 2009 bis 2012 gegen den Welttorhüter. In der letzten Minute der Verlängerung in Maracana bei 0-1 Rückstand. Mehr geht nicht. Messi, drüber! Der ist drüber! Pfeift er jetzt ab! Schweinsteiger darf wieder rein. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Eine Jubelexplosion bei den deutschen Fans. Das Spiel ist noch nicht aus. Es ist noch nicht aus. Vor diesem Trainer.
Die Welt beneidet Deutschland um diese Fußballer. Ein Hoch auf diese Mannschaft, auf dieses Team, auf das, was sie hier vollbracht haben. Die großen Argentinier. Hier kommt eine Weltklasse-Mannschaft. Sie haben in den K.O.-Spielen genau einen Gegentreffer kassiert.